Hier kommt das Boot. Lukaschenko aus Belarus. Will wahrscheinlich Geld, weil er keinen Kredit mehr bekommt von Westen. So, ich helfe Ihnen. Jetzt helfen. Dobry dzień. Der kleine Diktator. Ich meinte deinen Sohn. So, mitkommen. Wladimir, ich falle gleich mit Tür ins Haus. Ich brauche Kredit von Russland. Ich war immer großer Freund von Russland und Westen gibt mir kein Geld mehr. Ja, jetzt, du hast geflirtet. Ich immer mit Westen geflirtet. Aber nein, aber so, hab ich nicht. Aber da, ich fange an mit Land A wie Austria. Jahr 2019, Präsident war in Belarus. Das Dobre schön. Sie sind das, ein Striezel? Ja. Aus dem Schurkenstaat? Ja, muss wir sehen. Muss ich den ganzen essen? Oh. Ein Stück. Ja, hab ich schon gefressen. Ja, ist ja nicht so grob. Nein, ich war schon mal da. Ich hab das schon. Spritze geschenkt. Das ist aber gut. Das ist ein da. Von echter Dame. Ja. Darf ich Sie kurz entführen? Bitte nicht. So, nein, Präsident Lukaschenko möchte Sie einführen in Belarus Demokratietheorie, bevor er trifft Sie. Wenn er glaubt. Sind Sie die Damen vom XXX Lutz? Was? Ich darf keine Gluten. Der Brezium hier. Und ganz wenig, okay? Mit ganz wenig. Das ist Kohlenhydrat, das macht dick. Hier mit Blüten. Muss ich die auch essen? Nicht. Sie werden bereits erwartet. Aber nicht von mir. Altpräsident Heinz Fischer, haben Sie mitgebracht Ihren Sohn? Was? Heinz Zewitsch. Das ist nicht mein Bub. Ich bin Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. Jetzt muss ich händeringend gleich das demokratiepolitische Heckle-Thema ansprechen. Dulde keine Einmischung. Nein, ich meine da ihn. Ne? Das ist, Entschuldigung, jetzt haben wir das Jahr 2019. Er ist ungefähr 33 ist Bundeskanzler. Da springt ins Feld. Das geht ja überhaupt nicht, oder? Das ist ja doch ein Herr Lukaschenko hat nichts mehr zu melden. Kommen Sie einfach im Herbst 2019 nach Österreich, dann reden wir über Wirtschaft. So, wo ist der junge Mann, der mich eingeladen hat? Der ist abgewählt worden, ja. Was? Da wird es einen Misstrauensantrag. Unbekanntes Wort, abgewählt. Abgewählt? Na, Misstrauensantrag hat er nicht überstanden im Parlament. Misstrauensantrag, unbekanntes Wort. Ja, aber er könnte im Herbst wieder da sein, weil wir haben freie Wahlen im Herbst. Freie Wahl? Unbekanntes Wort. Ja. So. Jetzt Schluss mit Demokratietheorie. Wenn Austria machen will Geschäft mit Belarus, dann nur sprechen über Wirtschaft. Das will ich hören. Gute Worte. Wunderbar. Jetzt hat uns der Schallenberg das einzige Ass im Ärmel verspielt. Danke dafür. So, wenn ich jetzt den Lukaschenko sehe, dann werde ich ihm die Leviten lesen. Ich habe einen demokratiepolitischen Vortrag geschrieben, den wir da hören. Ein Präsident trifft einen anderen. Sofort, gut. Was ist das hier? Ist Opposition, oder ist was? Ist auch Opposition dabei. Opposition. Ja, das sind alle. Warum sind die frei? Die wollten dich treffen. Ich werde euch in Gefängnis schicken. Wollt ihr in Gefängnis? Ich gleich gesagt, er hat keine Lust. Nein, will ich nicht. Jetzt habe ich Nein zu ihm gesagt. Sieg. So, du siehst, Westen will dich nur verändern. Nein, ich bin ein Freund Russlands. Na, sehr gut. Wenn du... Großer Freund. Wenn du dich nicht veränderst, bekommst du Kredit. Ja, du bist ein wahrer Freund. Ich weiß, verändere dich nicht, ja? Sehr gut. So, Sohn, du bist die Zukunft. Danke. So, und ich werde dich geheim beraten. Was hast du zu meinem Sohn hinter dem Rücken gesagt? Ich habe gesagt, gebt Acht vor den Piraten. Danke. Also den einen Gag habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Ich schaue mir das Video jetzt gleich noch einmal an. Machen Sie das bitte. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da, schreibt uns etwas in die Kommentare hinein und abonniert vor allem unseren Kanal. Gibt es eigentlich ein Abonnenten-Special auch? Das gibt es dann bei 100.000. Bin dabei.